Als so ein kleines Hobby hat sich für mich ja auch herauskristallisiert, wieder mich ein bisschen mehr um das Thema Parfum zu interessieren. Das hatte ich früher schon als Jugendliche. Ich habe Unmengen an Parfums bekommen. Und das hatte dann aufgehört, als ich vegan geworden bin. Denn ja, so Düfte können auch nicht vegan sein, geschweige denn der Hersteller dahinter kann auch Tierversuche machen. Und man war da sehr, sehr eingeschränkt. Deswegen möchte ich mich hier auf dem Kanal jetzt auch ein bisschen mehr mit dem Thema Duft auseinandersetzen. Und das sind meistens Duftzwillinge. Und heute wäre es ein Duftzwilling von Divine. Mehr erzähle ich dir aber nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und wir sprechen heute über einen Duftzwilling, nämlich zu Hugo Woman. Ich hatte das Original und diesmal habe ich mir einen Duftzwilling von Divine bestellt. Ich habe insgesamt zwei Düfte bestellt. Den zweiten Duft stelle ich euch in einem gesonderten Video vor. Wer Divine nicht kennt, das ist ein spanisches Unternehmen. Und mir wurde das ganz typisch auf Instagram ausgespuckt. Ich glaube, ich wäre sonst alleine, hätte ich es nicht gefunden. Und sie schreiben sich auf die Fahnen, tierversuchsfrei zu sein. Und die meisten Düfte sind halt eben auch vegan. Und das Gute an Divine ist, sie kategorisieren ihre Düfte in tatsächlich Marken. Also sprich, wenn du immer einen Originalduft von Hugo Boss oder Hugo Woman hattest, wie jetzt in meinem Fall, kannst du hier tatsächlich bei Hugo Boss gucken, was da für dich in Frage kommt und du kannst nach dem Duft suchen. Das ist ganz interessant. Wie das jetzt genau bei mir nochmal war, ich war glaube ich auf der Webseite, die werde ich euch auch mal unten reinposten und da habe ich das dann geguckt oder mir ausgedacht, weil ich das ganz interessant fand. Kommen die wirklich so nahe an das Original ran? Und das ist auch schon die Definition von einem Duftzwilling. Ein Duftzwilling ist nicht das Gleiche. Das ist so ähnlich. Es kommt ganz, sagen wir mal, es kommt ganz stark ans Original ran, aber ist nicht das Gleiche. Wir haben hier einen 100 ml Duft in einer Standardverpackung. Da wird meistens an der Verpackung wird gespart. Was ich ganz interessant fand, war, dass die Sache hier einen Holzdeckel hat. Na, also das fand ich ganz schön. Auch die Aufmachung von der Flasche fand ich nicht schlecht. Es kommt jetzt gleich ein Minuspunkt. Man sieht, hier habe ich schon selbst was drauf geschrieben. Das Etikett geht weg. Das ist natürlich richtig blöde, wenn das Etikett weggeht. Und du keine Definition mehr auf der Flasche hast, weil meine andere sieht genauso aus. Und wenn auch bei der anderen geht es noch nicht weg, aber wenn du, wenn das ein allgemeines Problem ist, dass die Etiketten halt abfärben und irgendwann nichts mehr da drauf steht, wie willst du dann erkennen, welcher Duft was ist? Ich gebe euch eh immer den allgemeinen Tipp. Solche Düfte immer im Dunkeln lagern. Düfte mögen kein Licht. Also man sieht das ganz oft auf so Schminktischen, wie man ganz schön seine Flakons aufgestellt hat. Düfte mögen kein Licht. Entweder wirklich im Karton aufbewahren, so, oder halt wirklich in irgendeiner Schublade oder so. Das ist, also ihr habt da wesentlich länger von eurem Duft. Also ein großer Minuspunkt. Das färbt ab. Wahrscheinlich durch das, was halt wirklich an der Flasche runterläuft. Der Duft an sich ist auch nicht sonderlich stark. Ich habe das jetzt provokant ein paar Mal ausprobiert, dass ich halt wirklich sehr viel Duft aufgetragen habe. Und zu mir hat keiner gesagt, oh, du hast ja wohl überparfümiert. Ich habe sogar einmal auch gefragt, so riechst du mein Parfum? In allen Fällen wurde da, ja, ich rieche eigentlich nichts. Also ist das mehr oder minder für mich eigentlich ein Body Mist. Jetzt habe ich die Erfahrung natürlich auch schon bei anderen Marken gemacht. Nur weil ein Duft, also eine Duftkombination nicht so stark rauskommt, heißt es nicht im Allgemeinen, dass alle Düfte nicht so stark sind von Divine.
Also ich würde da gerne nochmals bestellen, um einfach zu gucken. Das Ding ist halt, dass 100 Milliliter finde ich halt schon verdammt viel, ne? Also wer viel Parfüm verwendet, okay. Man ist hier auch so ein bisschen mehr verleitet, mehr zu verwenden. Was ich gut an der Divine-Sache finde, in erster Linie, sie kommen aus Spanien. Klar, jetzt bei einem spanischen Unternehmen was bestellen, ist immer so eine Sache, aber das funktioniert ganz gut. Aber nachhaltigkeitstechnisch überlegt man sich das dann schon auch zweimal. Du bekommst die Düfte, die du dir bestellst, bekommst du in Duftproben. Ich habe meine beiden Duftproben aufgebraucht. Du wirst gleich am Anfang des Kartons, wirst du schon darauf hingewiesen, bitte in diesen Duft nicht aufzumachen. Der ist in Plastik nochmal eingeschweißt. Diesen Duft nicht aufzumachen, sondern erstmal deine Duftprobe auszuprobieren. Denn wenn das nicht funktioniert, also wenn du findest, dass das nicht gut riecht, kannst du den Duft komplett wieder zurückschicken und du kriegst dein Geld zurück. Ich habe noch zwei extra Proben gekriegt. Das kommen wir nämlich dahin, wo ich eigentlich hin wollte. Und ein Duft, der ist von der Qualität her, der ist gigantisch. Der ist richtig, richtig gut und ich finde den echt mega toll. Kannte die Marke bis dato auch nicht. Da habe ich eine Probe dazu bekommen. Das andere ist ein Männerduft, finde ich gar nicht gut. Aber der Frauenduft kann man sich nicht beschweren. Auch bei Divine gibt es Duftsets. Also wenn man so gar nicht weiß, was man bestellen soll, das habe ich bereits ja schon bei Laris gemacht, dann kann man sich so ein Set bestellen. Aber man hat halt, wie schon erwähnt, so eine Liste, man findet die Liste auch nach Nummern aufgeteilt, nicht nach Marken. Dieses nach Marken aufgeteilt finde ich richtig, richtig gut. Kann man an der Stelle schon sagen. Und ich greife jetzt mal zu meinem Handy und wir reden mal über die 097er, was so riechen soll wie Hugo Woman. Und das, was ich so in Erinnerung habe, ist schon so in die Richtung. Na, also kann man schon so sagen. So, die 097 gebe ich dann mal in der Suche ein und da haben wir zum einen einen Duft, der als Hauptbestandteil Mandarine intus haben soll. Das kann man sich aber jetzt nicht so vorstellen, dass da immens viel Mandarine rausriecht. Ich gehe mit euch mal wieder die Geruchsnoten durch, also Kopf, Herz und Basisnote. Kopf ist ja das, was du als allererstes riechst. Ich verbessere mich, das war nicht Mandarine, sondern Melone. Eichenmus, Pfirsich, Alpenveilchen, Melone, schwarze Johannisbeere, Granny Smith, Apfel und Papaya. Also die Kombination ist im ersten Moment schon recht fruchtig. Es ist gar nicht aufdringlich. Das fand ich damals schon am Original ganz gut. Das war so ein alltägliches Parfüm für mich. Kommen wir zur Herznote. Das ist das, was dann so rauskommt. Also es ist tatsächlich auch ein Duft, der arbeiten kann. Aber ich finde, diese Version von Divine ist unwahrscheinlich schnell wieder weg. Jasmin, Lilienwurzel, Lilie und Wasserhyazinthe. Ja, solche floralen Düfte bleiben meistens ein bisschen länger. Und das ist das, was man auch so ein bisschen noch auf der Kleidung riecht. Basisnote: Sandelholz, Virginia-Zeder, Bernstein, Vanille, Orchidee und Harz. Ja, also diese Beschreibung möchte ich tatsächlich unterschreiben. Was ich natürlich, wie schon erwähnt, relativ schade finde, ist, dass dieser Duft einfach nicht so stark geworden ist. Ne? Also diese 100 Milliliter werde ich wahrscheinlich unwahrscheinlich schnell aufbrauchen, sollte man auch. Andererseits finde ich halt diese 100 Milliliter Variante, mir ist es zu groß. Ne? Für jemand, der jetzt regelmäßig das gleiche Parfüm verwendet, da ist das okay. Aber mir ist es tatsächlich zu groß und zum Sammeln sind die Flaschen, sehen sie einfach zu langweilig aus, sagen wir es mal so.
Dennoch ist zum Beispiel der Sprühkopf, das ist ja auch wichtig, sowas auch aufzutragen. Der macht seinen Job, allerdings kleckert die Flasche doch so ein bisschen. Daher ist nämlich auch das Etikett hier vorne weggegangen. Das muss man an der Stelle schon auch sagen, ne? Aber ich finde es dennoch schön, das mit diesem Holzknopf oben drauf. Es hat doch irgendwie was Wertiges. Und ich werde auf jeden Fall nochmal versuchen, etwas bei die Wang zu bestellen. Ob ich jetzt nochmals auf den Duft zurückgreife, den ich schon mal hatte. Aber es wird auf jeden Fall, der zweite Duft wird auf jeden Fall diese Probe sein, die ich echt mega gut finde. Um da halt auch nochmal so ein bisschen zu unterscheiden und zu gucken, riechen andere auch nur so soft? Also mal wirklich provokant dann auch auftragen, viel auftragen und gucken, dann um dich herum reagiert es auf dein Parfum, weil da passiert gar nichts. Wie als hätte ich nur Deo angewendet, ne? Aber da ist es halt so eine Sache, weil hier sind halt auch wirklich heftige Duftstoffe drin, allergene Duftstoffe drin und zu viel möchte ich das halt auch nicht auf der Haut haben, muss man an der Stelle schon auch sagen. Kennt ihr die Wang schon? Habt ihr Erfahrungen mit der Marke? Es gibt immer wieder so Aktionen. Ich habe bei einer Aktion jetzt bestellt, wo es das zweite Parfüm zum halben Preis gab. Und da habe ich dann natürlich zugeschlagen. Muss man an der Stelle auch sagen. Also, kennt ihr die Wang? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Deine Meinung ist wichtig, auch wenn sie sich von meiner abgrenzt. Denn dann weiß einfach der nächste Zuschauer, ah, kann ich abwägen. Also Diversität unten in den Kommentaren ist wirklich wichtig. In diesem Sinne melde ich mich wieder ab, sage danke fürs Einschalten. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.